Das geht nicht. Das kann man nicht machen. Es ist ein trauriges Bild für Güstrows Bürgermeister Arne Schuld. Wieder ist der Borwin-Brunnen Opfer sinnloser Zerstörungswut geworden. 1889 wurde das Wahrzeichen der Stadt nach Erneuerung des Wasserleitungssystems zu Ehren des Stadtstifters Heinrich Borwin II. Errichtet. In der Silvesternacht wurden große Teile der oberen Wasserschale jetzt weggesprengt. Wir bemühen uns seit Jahrzehnten, die Altstadt schön zu machen. Für die Touristen, natürlich auch für unsere Bürger oder für die, die hier einkaufen sollen. Und kommen dann mit solchen Nachrichten bundesweit in die Presse. Das ist, ja, macht mich einfach sprachlos und traurig. Mithilfe dieses Videos, das sich schnell im Internet verbreitete, und vieler Zeugenaussagen konnte die Polizei inzwischen einen 30-Jährigen als Täter ermitteln. Er hat bereits gestanden, einen Feuerwerkskörper am Brunnen angebracht und dann gezündet zu haben. Also die Ermittler gehen davon aus, dass es ein Böller war, den man in Deutschland nicht im Handel erwerben kann, sondern eher in, östlich von uns in Polen. Ja, also alles spricht so mit überwiegender Wahrscheinlichkeit dafür, dass es so ein Kugelböller oder auch Kugelbombe genanntes pyrotechnisches Erzeugnis war. In den ersten Tagen nach der Tat gab es in Güstrow einen wahren Unglückstourismus. Güstrower und Gäste der Stadt sind entsetzt über die mutwillige Zerstörung, die auch Menschen in Gefahr brachte. Gottlob ist kein Mensch zu Schaden gekommen. Die, wie ich hörte, die Betonbrocken sind bis zur Post geflogen. Ich meine, knallern zu Silvester hin und her, aber das geht ja schon. Das ist schade, ne? Der arme Mann, der vielleicht einfach ein bisschen Neujahrsspaß haben wollte, einen Böller reingeschmissen hat und dann... Ja, und dann so einen Schaden anrichtet, ne? Ich habe da oben rausgeguckt, dann habe ich da geguckt, habe ich das gesehen, wie sie hier jubelten hier und dann den Krawall gehört und so habe ich weiter nichts gesehen. Dann bin ich wieder zu Bett und nächstes Tag sah ich die Bescherung. Da kam die Polizei vorbei mit dem Auto, sind sie über so einen Stein gefahren und dann sah ich die Bescherung. Da habe ich auch gesagt, sowas macht man nicht, das ist Dummheit, sowas. Der Schaden wird auf 50 bis 100.000 Euro geschätzt. Für die Reparatur muss das Sandsteindenkmal auseinandergebaut werden. Die Schale muss komplett erneuert werden. 2003 war der Brunnen schon einmal durch Pyrotechnik beschädigt worden. Damals entstand ein Schaden von 46.000 Euro. Immer mehr Stimmen werden jetzt laut, die fordern, das Zünden von Böllern in Güstrows Altstadt gänzlich zu verbieten. Ich persönlich würde sagen, das Geld können wir lieber woanders einsetzen, wenn man hört, bundesweit, glaube ich, über 100 Millionen Euro innerhalb, sage ich mal, einer Stunde in die Luft geschossen. Da gibt es schönere Dinge, aber natürlich gibt es Traditionen und dazwischen muss man irgendwo einen Weg finden. Und klar kann man sich vorstellen, dass in der Güstrower Altstadt nicht mehr geknallt werden darf, aber ich denke, da hat die Stadtvertretung als Letzte das Sagen. Und das müssen wir dann aber rechtzeitig vor dem nächsten Silvesterfest auch diskutieren und ja, festlegen. Dem Täter drohen bis zu 2 Jahre Haft. Inwieweit er für den entstandenen Schaden aufkommen kann, ist noch unklar. Damit der historische Brunnen schnell repariert werden kann, hat die Stadt inzwischen einen Spendenaufruf gestartet. Wer die Reparatur des historischen Brunnens unterstützen will, erhält alle nötigen Informationen auf der Website der Barlachstadt Güstrow.